Moin Moin, ich begrüße dich herzlich zu meinem YouTube-Kanal Mathe ist chillig. Es freut mich, dass du dir ein Video von mir anschaust. In einer Reihe von Videos werden wir jetzt uns die beiden folgenden Taschenrechner anschauen. Links Casio FX 991 DEC-CW Classwitz und rechts sein Nachfolger Casio FX 991 DE-CW Classwitz. Und dies machen wir, indem wir uns bestimmte Funktionen anschauen. Ich beginne mal links. Wir sehen links bei unserem Taschenrechner eine weiße Tastatur und beim rechten, der Nachfolger, da sehen wir im Grunde genommen keine weiße Tastatur mehr, sondern stattdessen eben graue Tasten und auch teilweise eine goldene Taste und oben schwarze Tasten. Ich möchte jetzt hier in diesem Zusammenhang jetzt verschiedene Funktionen mal mit euch machen. Wir beginnen einfach mal damit, den Taschenrechner jetzt anzustellen. Dafür muss ich bei diesem Taschenrechner hier auf die On-Funktion klicken und schon sehen wir hier oben, dass der Cursor blinkt, sodass ich da jetzt entsprechend was eingeben könnte, wie zum Beispiel 9 plus 9 und dann drücke ich aufs Gleichheitszeichen und dann kommt die 18 raus. Dieser Taschenrechner wird angestellt, indem ich hier links oben auf die Taste drücke, auf On. Und auch hier kann ich jetzt 9 plus 9 eingeben, 9 plus 9 und für das Gleichheitszeichen muss ich jetzt hier auf die Execute-Taste drücken und dann kommt 18 raus. So, jetzt haben wir den Taschenrechner schon mal an. Jetzt wollen wir uns mal kurz angucken, wie stellt man den Taschenrechner wieder aus. Bleiben wir bei diesem Taschenrechner. Dafür muss ich jetzt hier die Shift-Taste drücken und dann entsprechend hier die AC-Taste drücken. Und dann geht der Taschenrechner wieder aus. Das schauen wir uns jetzt beim anderen Taschenrechner auch nochmal an. Um den auszustellen, muss ich auch hier auf die Shift-Taste drücken und dann entsprechend hier auch auf die AC-Taste. So, ich habe jetzt beide Taschenrechner wieder angestellt und jetzt wollen wir mal gucken, wie ich das Format eingeben kann, was der Taschenrechner immer ausspucken soll. Das heißt also, ich drücke hier jetzt mal die Taste 2 geteilt durch 3 und das ergibt 2 Drittel. Das heißt, ich möchte jetzt aber nicht, dass er 2 Drittel ausgibt, sondern er soll jetzt eine Kommazahl ausdrücken. Dafür gehe ich jetzt hier auf die Shift-Taste hier oben. Dann auf diese Taste, um das Setup zu aktivieren. Und dann steht hier Eingabe, Ausgabe. Ich soll die 1 drücken. Und das mache ich jetzt. Ich drücke jetzt hier auf die 1. Um den mathematischen Wert rauszukriegen, muss ich die 1 machen. Und wenn ich aber die Dezimalzahl, also Kommazahl haben will, muss ich die 2 drücken. Also drücke ich jetzt die 2 und schon habe ich es soweit. Ich kann also jetzt hier wieder eintippen. 2 geteilt durch 3. Und dann gibt er mir die Kommazahl aus. Ich mache es jetzt aber wieder rückgängig, weil die Kommazahl ist ja hier hinten gerundet. Eigentlich ist es 0,6 Periode und ich möchte natürlich die genaue Zahl haben. Deswegen gehe ich jetzt wieder auf Shift, Setup, Eingabe, Ausgabe, muss ich hier unten die 1 drücken. Und ich gehe jetzt wieder auf die Nummer 1, also dass es mathematisch wieder rauskommt. Und wenn ich jetzt überprüfe, 2 geteilt durch 3, er kommt 2 Drittel raus. So, wie mache ich das bei dem Nachfolger? Beim Nachfolger ist es so, da muss ich natürlich jetzt stattdessen Settings drücken, ja, diese Taste. Und dann läuft das hier unter Recheneinstellungen. Da seht ihr hier oben Pfeil, das heißt, ich gehe weiter auf Recheneinstellungen. Und hier kann ich jetzt verschiedene Sachen wählen. Wir wollen ja die Ausgabe haben, wie das nachher rausgeht. Also muss ich wieder auf diesen Pfeil gehen. So, und hier sieht man, ist bereits aktiviert, das sehen wir hier an diesem Punkt, diese mathematische, wir wollen aber jetzt die Dezimalzahl haben, also gehen wir jetzt entsprechend mit dem Pfeil einen tiefer und müssen das aktivieren. Dafür kann ich jetzt entweder die Execute-Taste ganz unten drücken oder viel einfacher hier oben auf die OK-Taste. So, damit habe ich das jetzt aktiviert und jetzt muss ich natürlich hier wieder rausgehen, das heißt, ich drücke auf die ACE-Taste und jetzt tippen wir das ein. Also 2 geteilt durch 3, ja und 2 geteilt durch 3 ist jetzt tatsächlich 0,66 und so weiter und dann die 7, also die Kommazahl. Auch hier mache ich es jetzt wieder rückgängig, das heißt, ich gehe jetzt hier wieder auf Settings, Recheneinstellungen, dann die Eingabe und ich will jetzt wieder, dass das mathematische korrekte Ergebnis rauskommt. Das heißt, ich muss den Cursor so hochgehen bis ganz nach oben, drücke auf OK. Jetzt ist er hier aktiviert, der Punkt. Und jetzt gehe ich hier wieder raus, indem ich auf die AC-Taste drücke. Und jetzt testen wir es nochmal. 2 geteilt durch
3 ist gleich 2 Drittel. Es ist also wieder richtig. Wir müssen immer gucken, was hier oben steht. Hier oben steht, wenn ich jetzt einen Winkel berechnen möchte, zum Beispiel mit Sinus, Cosinus, dann muss hier oben ein D stehen, ein D für Degree. Das haben wir hier. Es könnte da auch ein G stehen, das ist eine Einheit, die wir nicht wollen, oder ein R, das wäre für Bogenmaß. Das braucht man eher in der Oberstufe. Ich werde jetzt mal kurz die Winkeleinheit ändern. Auch hier gehe ich wieder auf Settings. Dann gehe ich entsprechend auf Recheneinstellungen. Gehe mit dem Pfeil weiter und jetzt gehe ich runter, da steht Winkeleinheit. Ich gehe jetzt wieder den Pfeil rüber und hier kann ich jetzt zum Beispiel Bogenmaß eingeben. Ich gehe runter, aktiviere es wieder mit der OK-Taste und gehe jetzt raus, indem ich hier auf die AC-Taste drücke. So, und jetzt leuchtet hier oben, wie du siehst, ein kleines R, das heißt, ich bin im Bogenmaß. Aber wenn du natürlich eine Berufsausbildung machst oder in der Sekundarstufe 1 bist und dort Winkel berechnen willst in Grad, dann musst du darauf achten, dass da kein R steht, sondern ein D für Degree. Also machen wir es wieder rückgängig. Das heißt, ich gehe auf Settings, Recheneinstellungen, gehe runter auf Winkeleinheit, gehe rüber, wegen dieses Pfeils weiß ich, dass ich jetzt rübergehen muss, gehe mit dem Cursor hoch zu Gradmaß, aktiviere es durch das Klicken der OK-Taste und gehe wieder raus. Und schon haben wir hier oben wieder unser D, was wir brauchen, um zu wissen, dass wir jetzt Winkel in Grad berechnen. Ja, wie mache ich das bei diesem Taschenrechner? Bei diesem Taschenrechner gehe ich auf die Shift-Taste und auf diese Taste, um das Setup wieder hervorzurufen. Und dann steht hier Winkeleinheit, ich soll die 2 drücken. Also drücke ich hier unten auf die 2. Und hier kann ich jetzt entscheiden, was ich haben will. Machen wir es so wie eben auch. Sagen wir mal, wir bräuchten jetzt wirklich Bogenmaß. Drücke ich also auf die 2. Und dann ist hier oben schon bereits das R gegeben. So, dieses ans Plus hängt nur damit zusammen, weil wir eben ja eine kleine Rechnung da stehen hatten. Uns geht es jetzt hier um die Einheiteneinstellung. Das heißt, ich will jetzt wieder zurück zu Degree. Also gehe ich wieder auf Shift, Setup, gehe wieder auf die 2 für Winkeleinheiten und ich gebe jetzt die 1 ein für das Gradmaß, ja, für die Winkel in Grad, damit das D erscheint. Und schon haben wir hier oben wieder das D. So, jetzt habe ich das C gedrückt, damit das da oben im Display verschwindet. Jetzt kann es noch von Bedeutung sein, dass wir auch mal den Kontrast ändern. Ja, um den Kontrast zu ändern, gehen wir jetzt hier auch bei diesem Taschenrechner auf Shift und dann die Menütaste. Und jetzt müssen wir weiter runterscrollen. Und irgendwann, da kommen ganz viele Sachen, da ist der Kontrast. Und da sieht man, ich soll die 4 drücken. Also drücke ich jetzt die 4. Und hier kann ich jetzt dunkel und heller stellen. Ja, wenn ich auf den Pfeil drücke, dann wird es immer heller. Und wenn ich auf diesen Pfeil drücke, dann kommt der Kontrast besser zur Geltung. Das musst du für dich entscheiden, was für dich angenehmer ist zum Gucken. Und dann gehe ich wieder raus, indem ich auf die AC-Taste drücke. Und dann sehen wir hier unsere Zahl. Ich habe jetzt mal eine 3 getippt. Schauen wir das bei diesem Taschenrechner an. Hier drücke ich auf die Settings-Taste. Und dann gehe ich jetzt hier auf Systemeinstellungen. Das heißt, ich gehe mit dem Cursor ein runter und gehe dann hier rüber. Und da finde ich jetzt Kontrast. Also statt bei Recheneinstellungen unter Systemeinstellungen. Hier sehe ich wieder den Pfeil, also gehe ich jetzt hier rüber und hier kann ich jetzt meinen Kontrast einstellen. Das wäre jetzt ganz hell oder entsprechend hier ganz dunkel oder nicht ganz, aber schon recht dunkel. Da muss man jetzt überlegen, wie möchte man den Kontrast haben. So, und dann gehe ich da raus, indem ich jetzt hier entsprechend wieder auf die AC-Taste drücke und bin dann draußen. So, und jetzt sieht man schon, das Display ist dunkler. Ja, jetzt kann es sein, dass du hier irgendwelche Einstellungen gemacht hast, die du gar nicht wolltest. Das heißt, du willst wieder auf Werkeinstellungen zurückgehen. Du willst es zurücksetzen. Das möchte ich jetzt noch abschließend zeigen. Ich gehe also auf Settings bei diesem Taschenrechner, bei dem Nachfolger. Und dort gehe ich dann auf, wie man hier sieht, steht schon das Wort zurücksetzen. Ich gehe also mit dem Cursor runter zu zurücksetzen. Gehe jetzt auf den Cursor, der nach rechts zeigt. Und hier kann ich jetzt entscheiden, ob ich die Einstellungen, Daten, Variablen, Speicher, alle Initialen zurücksetzen will. Wir haben jetzt hier Einstelldaten. Ich kann mit dem Cursor runtergehen, das aktivieren. Ich gehe auf den Pfeil nach rechts. Und jetzt fragt er zurücksetzen, okay. Und ich will ja oder abbrechen. Ich will natürlich jetzt das zurücksetzen. Und dann gehe ich auf ja. Und dann bin ich hier wieder in diesem Modus. Und hier gehe ich jetzt nochmal auf execute und bin dann wieder draußen. Wir wollen auch hier jetzt mal resetten. Das heißt, ich gehe jetzt hier nicht ins Unterprogramm, sondern wir sehen hier steht oberhalb der 9 Reset.
Um das zu aktivieren, muss ich jetzt erst die Shift-Taste drücken und dann die 9. Und damit habe ich dann hier oben im Display stehen, zurücksetzen, Fragezeichen, Setup-Datenspeicher, alle Initiales. Ich will die Setup-Daten, hier muss ich dann einfach nur die 1 drücken. Dann fragt er auch hier jetzt, zurücksetzen, okay, ja oder abbrechen, ich will's. Und dann sagt er halt, AC müsste ich für abbrechen machen, wenn ich es also nicht zurücksetzen will. Und wenn ich es jetzt doch will und ich will es ja machen, dann muss ich hier unten auf das Gleichheitszeichen drücken. Das mache ich jetzt und dann soll ich nur noch mal einmal die AC-Taste drücken und bin dann wieder normal in dem Rechenmodus. So, das sollte jetzt fürs erste Video reichen.